Hi ho meine Flauschis und willkommen zu meinem zweiten Video. Dieses Mal geht es um 10 Furry-Kinderserien der 90er. Letzte Woche habe ich ja über die Serien der 2000er berichtet und da haben die ein oder anderen von euch ja auch noch was angemerkt und bei der tollen Abstimmung teilgenommen. Und ja, jetzt kommt das Video, das ihr euch gewünscht habt. 10 Furry-Kinderserien der 90er, die ich auch alle noch mitbekommen habe. Ich bin Baujahr 1993 und ich weiß ja nicht, wie alt ihr seid, aber vielleicht habt ihr auch die ein oder andere Serie noch mitbekommen. Manche liefen auch in die 2000er mit rein. Fangen wir an mit einer Serie, die auch ich kaum kenne. SOS Kroko war eine Serie, die mir wieder auch, wie bei der letzten Folge, überwiegend durchs Intro und weniger durch die Handlungen selbst bekannt oder im Hinterkopf geblieben ist. Es geht um Antro-Krokodile, die Verbrecher jagen. Ich muss zugeben, ich habe ehrlich gesagt mit dieser Idee jetzt nicht wirklich gerechnet, aber ich finde super, dass gerade Disney und andere, sag ich mal, Sender ein bisschen mit Antro- oder Furry-Antro-Figuren herumexperimentiert haben. Deswegen hat es für mich auf denselben Platz 10 auch Skippy, der Buschpilot, gebracht. Skippy das Käng, Skippy das Goo, Skippy das Buschkänguru. Skippy ist dein echter Freund und kommst du mal nicht klar, dann wirst du sehen, es wird schon gehen, denn Skippy ist für dich da. Hier sind die Charaktere sogar noch mehr furry als bei SOS Kroko. Es tut mir leid, ich muss mir gerade den Spruch verkneifen, SOS Kroko, SOS Große Koalition, vergesst es einfach. Skippy hatte eher mit so Kleinganoven zu tun, die regional waren, wohingegen SOS Kroko ja mehr auf diese großen bösen Weltbösewichte aus war. Und was mir jetzt erst das erste Mal echt aufgefallen ist, gerade bei Skippy dem Buschpilot. Jede Figur, die sind ja auch alle Antro, also laufen auf zwei Beinen, aber die haben auch alle Kleidung an, so wie ich gerade. Und die ganze Serie verbreitet den Flair von Australien. Es wirkt alles so, wie man sich den Outback in Australien vorstellt. Hakuna Matata, diesen Spruch sag ich gern. Hakuna Matata gilt stets als modern. Es heißt, die Sorgen bleiben wir immer fern. Das ist euch doch sicher genauso sehr wie mir im Ohr geblieben. Könnt ihr euch noch an irgendeine Folge erinnern? Ich muss sagen, ich persönlich weniger, aber gerade der Titelsong und Hakuna Matata, das ist Kultstatus. Timon und Pumba sind Kultstatus und sind natürlich mir im Kopf geblieben. Wenn mich nicht eine von diesen Kindheitserinnerungsserien an diese Serie erinnert hätte, hätte ich sie vermutlich vergessen. Was schade ist, 101 Dalmatiner war richtig super. Zumal einfach in keinem Intro so viel gebellt wird wie in diesem hier. Es lief auch nicht so oft oder so lang, aber es war auf jeden Fall sehenswert. Es spielt, sag ich mal, auf so einem riesengroßen Hof. Und der Antagonist war Cruella de Vil. Ich weiß nicht, ob euch der Name noch was sagt, aber mir ist lustigerweise jetzt erst aufgefallen. Cruella de Vil. Cruella, cruel, gemein, bösartig. Und de Vil, devil, Teufel. Bösartiger oder gemeiner Teufel. Das ist mir jetzt bewusst geworden. Als Kind achtet man da gar nicht drauf. Wir können ja auch als Kinder noch nicht so gut Englisch. Und deswegen, wow. Finde ich irgendwie witzig, dass man das jetzt erst merkt. Ja, Mickey und der Brain im Tierversuchslabor, da ist es geschehen. Der eine ist brillant, der andere geisteskrank. Der Mickey, ja Mickey und der Brain. Es hat sich schon damals rausgestellt, dass die Kombination aus dumm und intelligent super unterhaltsam sein kann. Es ging um zwei Ratten, die Welt erobern wollten. Oder zumindest wollte das der eine oder andere seinen Spaß haben. Aber funktioniert hat es nie. Und mir ist auch aufgefallen, dass auch diese Serie keine heile Welt simuliert. Ist es wirklich so, dass die Serien in der Kindheit mit den Jahren immer harmloser geworden sind und immer weniger, sag ich mal, Gewalt ist das falsche Wort, aber eine düsterere Welt oder dreckigere Welt, wie ich sie im letzten Teil genannt habe, zeigen? Na, erinnert ihr euch und habt ihr es auch geschaut? Der Bärenpilot, der mit seiner Crew überall auf der Welt Bösewichten das Handwerk legt. Und das ist doch gar nicht mehr so harmlos. Da hat man auch Waffen gezeigt, mit denen geschossen wurde. Also harmlos war es durchaus nicht. Aber es war richtig unterhaltsam als Kind. Also ich muss zugeben, ich habe es gern geguckt. Wie sieht's bei euch aus?
diesem Platz kommen Intros, die ich quasi fast alle, sofern sie denn Musik bzw. Gesang haben, mitsingen kann. Die Mickey Mouse Charaktere haben ja Kultwert und Donald Duck und alle, die mit dazugehören auch. Hier geht's ja um Tick, Trick und Track und Dagobert Duck. Und auch in den 2000ern wurde das wieder aufgegriffen durch Mickeys Clubhouse. Das habe ich jetzt beim letzten Video nicht mit in der Liste gehabt. Aber dort tauchen ja auch diverse Disney-Charaktere, auch Furry-Charaktere wieder auf. Aus dieser Serie hier, DuckTales, stammt auch die Szene mit Dagobert Duck, der in seinen Geldspeicher springt, der voll mit Geld ist. Geldspeicher. Wow, das ist wirklich lange her. Lange ist es her. Chip und Chap, Ritter des Rechts, ist eine Serie, die 1991 in Deutschland rauskam und damit schon richtig alt ist. Eine der wenigen Serien, die wirklich Anfang der 90er rauskam. Die meisten aus dieser Liste kamen Ende der 90er, 97, 98, 99 raus. Ich erinnere mich vor allem noch an Charaktere wie Samson, die, sobald der Geruch von Käse in der Luft war, wirklich die Kontrolle verloren haben und dem Käse hinterhergeflogen sind. Das ist einfach eine Serie, die man gerne abends eingeschaltet hat. Vor allem, weil sie auch noch richtig moralische und gute Werte vermittelt hat. Ich würde sie vom Unterhaltungsfaktor auf jeden Fall auf dieselbe Stufe mit Baloo seine tollgrüne Crew und DuckTales stellen. Platz 3 ist eine Serie für alle Drachen unter euch. Good old Abeluga, hero of the fiery flame. Natürlich Tabaluga. Das kennt eigentlich, ich kenne niemanden, der Tabaluga nicht kennt. Die gab es sowohl gezeichnet als auch als CGI Game Show, so ein bisschen wie den Super Toy Club. Aus der Marke Tabaluga hat man so viel rausgeholt, es gab Merch, es gab alles in diese Richtung. Und ich muss sagen, als Kind, wobei anders, ich muss sagen, jetzt als Erwachsener finde ich die CGI-Version von Tabaluga richtig gruselig. Aber als Kind war ich, und daran erinnere ich mich noch, ich war richtig erstaunt, wie toll es ist, dass sowas schon animiert gab. Ich meine, das ist schon viele Jahre her und da haben die das versucht zu animieren. Und man hatte sogar in dieser Gameshow diese Charaktere, diesen Schneemann und Tabaluga, die wirklich da als kostümiert dastanden mit beweglichem Unterkiefer und das war alles wow. Also als Kind fand ich das klasse, wirklich. Und beim Durchklicken der Serie habe ich auch gesehen, es gab dieses Spiel mit diesen Mosaikformen auf dem Boden, wo man einen vorgegebenen Weg kurz bekam, den sich merken musste und dann Schritt für Schritt langlaufen musste und keine Fehler machen durfte. Wahnsinn, das Konzept, das kenne ich einfach noch. Wie lange ist das jetzt her? Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Die Gummibären, die überall sind und für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Diese Serie hat schon in den 80ern gestartet und ist in die 90er reingelaufen. Deswegen erinnere ich mich noch dran und da ich ein Video zu den 80er Furry-Kinderserie nicht mache, nehme ich es hier mit rein. Es gab da ja auch den sagenumwobenen Gummibärentrank, den ja jeder irgendwie mal trinken wollte, damit jeder so durch die Gegend hopsen konnte. Und Menschen hat das ja unfassbar stark gemacht. Aber als Kind war einem eigentlich schon bewusst, man kann das Ding nicht selber brauen. Okay, verstehe. Also, ich hab's gar nicht erst probiert. Ich kenne sogar namentlich noch den Antagonist Herzog Ickzorn. Ickzorn. Was haben die damals noch für Ideen wegen Namen gehabt? Ickzorn. Wahnsinn. Bevor es zum letzten Platz geht, jetzt nochmal ein paar Serien, die es wieder nicht geschafft haben, die aber erwähnenswert sind. Barney und seine Freunde. Die Dinos. Extreme Dinosaurs. PB und Jay Otter. Und Teenage Mutant Ninja Turtles. Einige von euch haben übrigens im letzten Video Puschel das Einhorn genannt. Das sollte natürlich Puschel das Eichhorn sein. Aber weil ich zu dumm zum Reden bin, habe ich zweimal Puschel das Einhorn gesagt. Natürlich ist es kein Einhorn. Sorry, also der Fehler ist irgendwie dumm. Auch sowas wie Nils Holgersson? Ja, grundsätzlich gebe ich euch da recht. Aber das sind weder Serien der 2000er noch der 90er. Diese Serien sind noch viel älter. Ich habe mal geschaut, Puschel das Einhorn. Das erste, was ich gefunden habe, war 1979. Das ist ganz schön alt. Da gab es mich anderthalb Mal nicht. Also Wahnsinn, dass so früh schon Furry-Kinderserien im Fernsehen liefen. Kommen wir jetzt aber zu Platz 1. Und oh ja,
Oh ja, 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 ja. Das war meine absolute Lieblingskinderserie der 90er. Wirklich, ich habe sie geliebt. Ich habe jede Folge Biberbrüder aufgesogen und gesuchtet. Ich habe mich irgendwie immer mit Norbert identifiziert. Dem intelligenteren von beiden, der immer genervt war von Daggett, dem dümmeren von beiden. Und so immer sich lustige Situationen ergeben haben. Und trotzdem, ich habe immer gesagt, ich bin Norbert und mein Bruder ist Daggett. Ich kenne sogar noch einige Folgen im Kopf, wirklich, die haben sich bei mir eingeprägt. Und auch einige Charaktere, wie zum Beispiel Barry, den Bär, der irgendwie immer so ein Hippie war und irgendwie immer geredet hat, als wäre er high. So der typische Künstler, Jazz, Blues, die ganze Richtung. Und Stumpf. Wer erinnert sich nicht an Stumpf? Ich habe sogar noch einige Parts aus Folgen, die ich jetzt nachzitieren könnte. Ich zeige euch mal die Szene, die nennt sich Nacht die Nacht, schlaf gut. 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 Das war jetzt meine Videoreihe der zwei Videos mit Furry-Kinderserien der 2000er und der 90er. Ja, ich weiß nicht, für die 80er wird es wahrscheinlich nicht reichen, zumal ich davon kaum was kenne oder jemals geguckt habe. Schreibt mir doch eure Lieblingskinderserie der 90er und 2000er, die ihr geguckt und geliebt habt. Wenn ihr übrigens noch weitere Videoideen habt, wie jetzt hier so ein Format mit 10 Furry-Folgen, wenn ihr euch irgendwas einfällt, irgendwas Lustiges, wo ihr sagt, ja, da müsste Akeban oder könnte mal ein Video zu machen, schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare oder über Social Media. Da würde ich mich mega freuen. Patreon? Und da ich es beim letzten Video erfolgreich geschafft habe, mein Audio auszublenden, wie auch immer ich das geschafft habe, hier nochmal das Audio für diese Folge an Patrons. Vor allem den ultimativen Flauschi mit Dinos möchte ich Danke sagen für die tatkräftige Unterstützung. Aber natürlich darf man auch nicht die unglaublich fluffigen Flauschis vergessen, die ich jetzt nochmal betone, wenn ich es beim letzten Mal schon vergessen habe. Nuke, Waldi vom Berg, Nightwolf Aboras, Paco Dulcio, Percy, Ghost, Julian Averesch, Mad Wizard Foxy, Fetch und Christian. Und wie sonst auch, die weiteren tollen Flauschis nicht zu vergessen. Wenn auch ihr mich unterstützen wollt, macht das super gerne auf patreon.com/akeban. Bitte vergesst nicht, einen Daumen zu geben und das Video zu teilen. Das hilft mir wirklich sehr, gerade wenn ihr in anderen und Freunden von euch Nostalgie auslösen möchtet. Über mir ist natürlich der Abo-Button. Da, hier, so hui. Dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Dort drüben kommt ihr zum ersten Teil, dem 2000er Furry-Kinderserien-Video und darunter zu einem weiteren Video. Ich wünsche euch gerade bei diesem jetzt noch so tollen Wetter, ob das jetzt am Mittwoch, wenn es rauskommt, wenn es dann am Mittwoch rauskommt, genauso ist, weiß ich nicht, eine ganz tolle und flauschige Restwoche. Macht's gut, Freunde, und ja, bleibt flauschig. Ciao!